Oh, Getränke. Ich laufe jetzt durch Elektro Ach, durch. Mann, ey. Ein Tänzchen mit dem Zombie. Oh, der macht mich echt nervös. Hab ich die jetzt? Ja. Sind auch massig Zombies. Oh, mal geht das nicht. Ich krieg zu viel. Noch hat ein Kiwi hat er hier drin. Ich glaub's doch wohl nicht. Jetzt gib mir doch das Loot, ey. Ja, tausende von Zombies. Er macht das nicht. Kann die Musi nicht in die Hand nehmen, wie... Zieh die mal auf den Körper, glaube ich. Oder nee, du musst in die Ego-Perspektive und mit E, glaube ich, oder mit F kannst du die aufheben dann. Kannst auch aus der dritten Perspektive nur auf die Musi zielen und einmal kurz F drücken, dann nimmt er die in die Hand. Ja. So, jetzt bin ich so weit, dass ich kommen kann. Musi? Wisst ihr eigentlich, wie schwierig das ist? Mhm. Vor allen Dingen jetzt gleich kurz bevor wir ankommen, ist Server neu starten. Ja, das wär's. Wäre nicht das erste Mal. Boah, ich lauf grad in Solnitschi, nach Solnitschi S rein, ey, das geht doch. Wiegt so viel Krams. Ich muss das so machen. SKS. Ich glaube, auf dem Server waren wir auch schon ein paar Mal, ne? Ja. Dieser Walking Simulator. Ja. Komm, lauf. Meine M4 nicht wieder. Oder? Doch, da. Oh. Soll ich Äxte auch noch zur Seite legen? Ja, ne? Klar. Weiß nicht mehr wohin, ey. Oh, wer wird da hinten umgebracht? Schlimmste Frage, die ich je gestellt habe. Braucht ihr sowas? Ey, das Twitch läuft aber echt gut mal auf dem Handy, ne? Muss man echt sagen. Ja. Guckst du mir gerade zu, oder? Ja, ich hab das gerade mal angemacht. Sehr cool. Ja, ich habe ein bisschen nochmal an den Einstellungen gedreht, dass das nicht laggt. Ja. Ich glaube, ich war zu hoch mit der Bitrate. So, jetzt laufe ich gerade nach. Was ist das? Das dürfte dann Solnitschi sein. Ja, ich glaube, bei mir war Czerno auch der Wunschvater des Gedanken irgendwie. Ich glaube, ich bin Berenzino gestartet. Aber ich habe noch keine Verifikation. Amplobo. Ah, ne, Kamishobo bin ich jetzt. Okay. Ich gehe gerade aus Elektro raus und laufe Richtung Czerno. Hier gibt's auch eine Polizeistation, oder? Ja. Ich meine Kamishobo. Ja, rechts. Du musst in die Stadt rein und rechts, diese kleine Straße in die Hügel rein. Hendrik? Ja? Beeil dich. Ich mach schon voran.
Du bist der Einzige, der hier rankommt. Du bummelst. Ich bummel nicht. Das höre ich doch raus. Ja, du bist viel zu entspannt. Ich bummel nicht. Ich habe gerade 10 Zombies oder so hinter mir gehabt bestimmt. Ich habe ganz Elektro gepult, weil ich über der Hauptstraße gerannt bin. Die Polizeistation ist natürlich schon auf. Die Garagen hinten sind auch mal sehr ergiebig in Kamischowo, hinter der Polizeiwache. Ja. Oh. Zombie. Auch schön. Mann, ey, jetzt habe ich hier echt den Walking Simulator. Ich glaube, wir brauchen ein Thema für den Stream. Walking? Ja, finde ich affig mit den Stöcken, ne? Ja. Hättest du mal über die Sportart, ja? Das ist boah, ein Pseudo-Job. Habt ihr mitbekommen, die neue Grafikkarte Titan Z hier? Was denn? Boah, Alter, die sind so nicht normal. Also hier die Titan, die kennen wir ja schon, ne? Ja. So. Und jetzt nimmst du einfach eine Karte und packst zweimal die Titan drauf, also den GK110 da Chip. Ja. Und packst auch zweimal 6 GB, also 12 Gigabyte RAM drauf. Was soll die Karte kosten? $3000. Ach du Alter. Was in etwa 2200 Euro sind. Krank, scheiße. Das ist, die ist dann, damit sie das mit der Hitze ein bisschen in den Griff kriegen, haben sie sie leicht runtergetaktet. Ja. Und die ist sogar SLI-fähig, ne? Also SLI. Dann könntest du auch davon zwei kaufen, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, im Lotto gewonnen hast. Du musst ja eine doppelte Wasserkühlung einbauen, ey. Moment, wenn hier Wasser ist, ist das Meerwasser oder ist das trinkbares Wasser? Trinkbares Wasser! Komm, sauf dir den Magen voll. Ja, ich denke, da wollt Nvidia einfach mal so, ne? Gucken, was sie machen können. Ne? Denn sowas geht, wa? Oh, jetzt ist mein... Das ist da echt zu krass, ey. Ja, aber bevor man sowas nochmal macht, würde ich immer dann zu so einer, weiß ich nicht, 780 Ti oder was es da gibt, greifen und dann übertakten und gucken. Kühlung ordentlich machen. Ja, vor allem genau, dann einfach eine vernünftige Wasserkühlung rein. Also das Besondere an der Titan war ja, dass die so schön leise war. Also, dass ja. Die, easy peasy da war. Dreck? Was? Wo bist du? Ich hab auch gerade einen Schluck getrunken, weil ich thirsty geworden bin und haben mich zwei Zombies angerissen. Hat er es doch geahnt! Ja. Wusste ich genau. Der bummelt. Ich bummel nicht, ich muss nur trinken. Ich bin jetzt, glaube ich, da, wo ich den Stream gestartet hatte, mal vor einer Stunde. Was noch, ein gutes, was noch ein gutes Thema ist zum Streiten ist, wobei wir hier die weibliche Gruppe nicht vertreten haben. Da kommt jemand. Zwei Leute. Scheiße. Ich krieg Probleme. Ja, knall sie ab oder lock aus. Nicht ausloggen, abknallen. Vertreib sie, erschreck sie. Lass sie sollen weggehen. Wann war der letzte Reset? Ja, habe ich auch gerade gesehen. Alle 2 Stunden, ne? Also lass mal leise sein für Toni. Die Tür zugemacht. Das kann man doch gar nicht. Oder? Ich hab's zugemacht. Doch. Aha. Ah, der guckt rein. Der guckt rein. Er sucht über die Tür zu gucken. Über der Tür sind Fenster. Ja. Mhm. Ich
komme jetzt nach Tscherno. Jo. Gucken. Können die dich davon so aus sehen? Die sind schon auf mich. Ach du Scheiße. Ah, okay. Durchs Fenster, also. Ich würde behaupten, ich bin ohnmächtig jetzt gerade. Was? Och, Leute! Und die haben tatsächlich durch die Scheibe geschossen. Das sind die Kollegen von eben. Mhm. Jawohl. Aber schon wieder gut ausgestattet. Ah, weißt du, wenn man sagt, man ist friendly, dann kommt man nicht eben halt direkt auf einen zu, sondern dann wartet man erstmal und tauscht erstmal sich aus über Kommunikation. Von wegen gerade eben so ein friendly und rennen mit der Waffe im Anschlag in bei uns rein. Das waren so abgehalfterte Spackos. Kids oder sowas. Mit ganz kleinen Penissen. Um das hier nochmal deutlich zu machen. Das bin noch nicht bei mir drin. Hendrik, wo bist du? Du bist tot jetzt, oder was? Ich bin... Ich gucke... Jetzt warte, bin ich tot. Scheiße. Nein, ey. Dann sind sie bei dir. Nein, sind sie nicht. Ich echt nicht? Auf der Treppe, die können mich nicht sehen. Dann haben sie dich aber übel erwischt. So, ich bin in Tscherno. Ich bin in Progidoria, so also kurz vor Tscherno. Aber es bringt ja nichts, wenn ich jetzt nach Balota komme. Soll ich die anbrüllen? Ey, lass Toni in Ruhe! Oh ne, scheiße, nicht mehr bewusstlos, ja, sondern Toni. Keine Ahnung, Server switchen. Ne, ich versuche da jetzt noch zu Toni zu kommen. Ja. Ey, da liegt Loot ohne Ende. Das kannst du gar nicht alles an dir nehmen. Könnte ja jetzt auch despawnen, ne? Tot. Ja, ich komme ohne alles. Also, ich habe sogar Hunger. Ja, ich auch. Ich hab zwei Dosen, aber kann nichts zum Öffnen. Leute, das hat doch keinen Zweck, dann zum Balota zu gehen, wenn ihr nichts habt. Klar, da gibt's ja dann was. Ja, Kugeln in den Korbus. Die sind ja dann hoffentlich mal weitergezogen. Also die sind noch nicht reingekommen. Also die sind nicht sicher, dass ich tot bin. Du hast mit Escape, liegst du da noch, ne? Und beobachtest. Hast Gamma wieder hoch und so weiter. Ja. Jetzt schleichen sie hoch. Roter Rucksack, Pistole in der Hand, Rotflinte. Ja, jetzt kommen sie hoch. Jetzt. Das sind die Typen, die mich umgebracht haben. Ja, klar. Und wir haben gerade so irgendwas mitgenommen und versuchen. Scheiße. Ey. Die in der Feuerwehr, der hatte auch einen roten Rucksack. Und eine doppelläufige hatte der. Ja, die haben die sind so wie ich in Tscherno gespawnt, haben sich ausgestattet und sind los. Auf jeden. Ich mach Neustart, 30 Sekunden. Ja, ich bin jetzt vor Tscherno. Ich renne jetzt gerade durch Tscherno durch. An der Küste. Ja, dann warte doch, oder beziehungsweise hätte zurückkommen können, hätte ich wenigstens schon mal eine 1911 mit Munition geben. Kennst du die Kirche, wo wir uns schon öfter mal aufgehalten haben am Strand, so, sag ich mal? Ja, aber ich kann am Strand entlanglaufen, dann sehe ich die doch. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade in Elektro drin, ne? Bin also auch nicht mehr weit. Ja, dann gib Gas, genau, ich warte dann mal. Ich bin ja gerade Polizeistation, ich guck mal, ob hier vielleicht noch irgendwas liegt. Ist die hinterm Hafen, die Kirche? Ja, die ist ganz am Ende fast raus dann, da geht's dann nach Balota. Da haben wir uns schon ein paar Mal getroffen. Hafen sehe ich nämlich. Ach scheiße, ich habe hier keinen Zombieschutz. Weil dann kann ich dir schon mal eine Feuerwehraxt oder so geben oder irgendwas wenigstens schon mal. Geilo. Ach, das hat nicht geklappt. Elektro bin ich. Oh, so eine Kacke. Elektro? Ja. Da bin ich auch gerade. Ich bin gerade in der Polizeistation, oben drauf. Wollte jetzt mal zur Dings gehen, zur Feuerwache und gucken, ob da noch irgendwas drin liegt. Von der Feuerwache wurde ich geschossen eben. Okay. Ja, ganz toll. Ich kann nicht mit zwei Zombies mit Fäusten kämpfen, ne? Hendrik? Ja? Dein Standort? Ich bin jetzt bei Tscherno, gleich am Hafen. Weißt du, das ist überhaupt keine Feuerwache, wo ist denn die da? Also ich hab mich wirklich von krassen Stuff bis hier runter gekämpft und ich wusste irgendwie, dass ihr alle dann schon tot seid. Wie viel noch Zeit da? Der SKS habe ich jetzt, aber ohne Muni. Ich schau mal, SKS-Muni habe ich keine dabei, glaube ich. Das heißt,